Und hallo an alle, die auch heute wieder eingeschaltet haben zu einer neuen Episode von Windcraft. Wir sind, ja, wieder zurück in der Welt von Windcraft. Heute nehmen wir mal den Standard-Skeleton-Dungeon durch, die jetzt Corrupted Sewers heißen. Deshalb bin ich auch in Ragni wieder mit meinem Archer, allerdings an einem anderen Tag, und ich habe eine Bobs-Tier gefunden. Okay, ja, an einem anderen Tag war ich ein bisschen in Deadlass, hab mir ein paar Items ablegen lassen. Online ist gerade der Chris Bradfish aus der Gilde, also hallo an ihn. Und ja, er hat mir gerade was erzählt über Corrupted Dungeons und dass die eigene Keys haben und wie man die bekommt. Problem ist nur, ich habe so die meisten Wörter davon noch nicht gehört, also... Zum Beispiel, ich weiß nicht, was Nierunen sind. Ich weiß noch nicht, was die Forgery ist oder wo die ist. Deshalb bringt mir das noch nicht so viel, aber das werden wir wohl bald herausfinden. Dafür haben wir hier ein Let's Play. Ja? Okay, dann so viel dazu. Ich habe Keys. Hier, 5 Stück. Ich habe mir vorhin auch mit den Spinnenaugen aus dem Spinnendungeon mir einige Teleportationsrollen geholt. Problem ist, ich habe nicht wirklich das Gefühl, dass ich sie brauchen werde, weil... Ja, ich werde wahrscheinlich, wenn ich das machen werde, quasi mich dahin teleportieren und es quasi alles in einem Lauf machen oder so ähnlich. Aber mir fällt gerade auf, dass ich Musik anhatte, also... Ja, muss ich das hier gleich vorausschneiden. Ja, ich bin sonst gerade... Ich geh mal kurz hier rein und guck mal, wie das Ganze aussieht. Hui, hui, hui. Ich glaube, man kann sagen, dass das hier ein bisschen bedrohlicher aussieht. Also, nicht nur so ein bisschen, das sieht bedrohlicher aus. Die Map ist wahrscheinlich da hinten abgeschnitten, aber es gibt wahrscheinlich so eine Barriere, die man nicht beschreiten kann. Guckt euch mal das an, es gibt dunkle Bricks. Ich habe auf jeden Fall nicht vor, die Level 70er Version zu machen. Und ich kann sie auch nicht machen, also... Gehen wir wieder zurück. Hier mal ein Key ab und... Lasst uns mal herausfinden, was wir hier verstehen unter dem Dungeon. Oder wie das sich verändert hat. Ich glaube, ich habe noch ein Video darüber, wie der alte Dungeon aussah. Das hier ist ein ähnlicher Eingang. Das ist der ähnliche Eingang, okay. Also, einige Dungeons haben sich ein bisschen verändert. Also, der Zombie-Dungeon hat sich massiv geändert. Der ist ganz neu geworden. Einige, wie zum Beispiel, also der Spinnen-Dungeon, hat einige Teile übernommen. Das habe ich auch gesagt. Einige sind auch ein bisschen anders. Auf jeden Fall neu sind irgendwie, dass man hier die ganze Zeit Tokens sammeln muss. Ich bin kein so wirklich großer Fan davon, aber naja, das ist halt der Fighting-Kampf. Der Fighting-Teil, und man muss halt sehen, wie man zurechtkommt. Ja? Immer muss man hier dann nicht mehr das, ja, das Rätsel lösen. Und... Okay, Triple Kill. Triple Kill! Das Rätsel lösen und irgendwie in zwei Zellen reingehen und dort Emeralds ablegen. Aber, ja, gut. Sage ich nicht weiter dazu. Wie viele soll ich nochmal einsammeln? Ich hab's wieder vergessen. Escapen wir mal wieder hoch. Große Schild an. 18 Stück. Also, ich hab die Hälfte. Gut zu wissen. Gehen wir hier runter. Zuck, zuck, zuck. sagen wir mal so, ich mag den Archer ziemlich. Aus irgendeinem Grund fühlt er sich, seitdem Attack Speed und so alles eingeführt wurde, ziemlich flüssig an. Und ziemlich geschmeidig. Vielleicht liegt es daran, dass ich hier mit Mummy's Rack herumlaufe. Also so nebenbei, man sieht hieran, glaube ich, auch, dass ich nicht so wirklich auf das Level achte, für das Item gemacht ist, sondern eher auf den Effekt. Mummy's Rack, das ist dieses Item, was man aus einer Quest bekommt. Hier, Wrath of the Mummy, steht da in der Mitte. Das ist für Level 36 und das hat den Effekt, dass es, wie war's nochmal, plus eine Stufe Attack Speed gibt und das ist ziemlich hilfreich. Ich habe quasi Wind Force auf Very Fast, das ist das Schnellste, und ich greife nochmal eine Stufe schneller an. Olux Priced Bow ist normale Angriffsgeschwindigkeit und mit dem Bogen greife ich dann dementsprechend jetzt schnell an. Also, das ist ganz schön nützlich. Es gibt auch viele Sachen, die den gleichen Effekt haben. Also, wenn man die alle sammelt und dann quasi so eine langsame Waffe nimmt, die ja viel Schaden macht, weil sie ja langsam angreift, dann wird das, glaube ich, ziemlich cool. Hier ist ein Parcours-Teil.
Der hat sich auch ein bisschen geändert. Ich glaube, der ist größer geworden. Und ja, früher kam man von da drüben. Seht ihr den Eingang? Das war das, was man früher hatte. Alter Schwede. Die Höhle ist riesig. Ich glaube, ich stelle hier mal... Ich habe es hier gerade auf Bright. Wenn ich es mal auf Moody stelle. Ihr seht wahrscheinlich auf YouTube überhaupt nichts, außer vielleicht so ein bisschen was an Punkten. Also das ist ziemlich finster hier drin. Ich stelle es mal wieder kurz auf Bright und wir sind wieder zurück im Spiel. So, dann immer hier den Redstone-Spuren folgen. Das ist schon ein altes Feature. Und dann sind wir auch schon durch. Jetzt Kampf. 26 Tokens. Also, das kann ja ein bisschen länger dauern. Ich gucke mir mal kurz die Gegend ein bisschen an. Damals bestand das ja daraus, dass man praktisch so schnell wie möglich durchkommen musste. Also, das heißt, halt hier hochgedingst. Und man kann anscheinend nicht mehr über den Zaun escapen. Also, vergessen wir das mal ziemlich schnell. Und beginnen wir mal hier ein paar Monster zu töten. Was anscheinend ein bisschen schwieriger ist. Und es gibt ja auch Zauber-Skeletons. Finde ich ganz lustig. So, sind wir dann hier unten. Hier musste man damals auch lang. Wenn man einen gewissen, ja, quasi den vorgeschriebenen Weg gehen wollte. Das habe ich auch meistens, bis mir dann andere Leute gezeigt haben, dass es viel schneller geht, indem man aber rumdings. Witherhead did this. He leaves them to wither away. What the heck? Okay, das ist glaube ich so ein Story-Element und hui, guckt euch mal an, was hier rumliegt. Phew. Oh, Sewer Rats. Oh nein, nicht schon wieder Parkour. Also wer vor ein paar Tagen mal mein Video zu der Sugarbox Challenge gesehen hatte, ich bin gerade ein bisschen allergisch auf Parcours. Und ich reagiere gerade ein bisschen allergisch. Also lieber würde ich die Parcours alle von mir weghalten. Aber ja, so ist das nun mal. Kann ich den Flaming Skeleton? Nein, der steht in einem Käfig. Okay. Ah, guck mal, man kann sich aber hier einen Schutzwall machen. Ah, das ist doch mal interessant. Ah, das ist doch mal cool. Dann quasi davor steht... Oh Gott, was ist das? Ui. Guck ich mal an, wie viele Monster hier auf mich gewartet haben. Mache ich hier mal kurz einen Prozess draus, einfach um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Und benutze meinen Escape-Zauber. Das war nicht Escape-Zauber. Ich bin schwach. Aber, naja, mein Bomb-Arrow-Zauber. So, ich habe inzwischen... 25. Hat das Ding mir gerade 2... Tokens... Mir fehlt einer. Ah, na, perfekt. Haha, danke, Junge. So, 26 Tokens. Das sind alle, die ich brauche. Ich glaube, es ist so Zeit für den Bosskampf. So, Zeit halt, auf das alle gewartet haben. Jetzt wird erstmal durchgezählt. Wie immer. Schu, schu, schu. Hier wird die Tür nicht hochgefahren, aber die Tür wird hochgefahren, oder? Ja, natürlich wird sie hochgefahren. Bosskampf gegen Witherhead. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man Wände hochfahren kann, um sich gegen Witherhead zu schützen. Ich bin auch ziemlich sicher, dass es so, naja, ein bisschen einfacher ist, wenn man ziemlich viele Level darüber ist. Ja, na gut. Wir wissen auf jeden Fall, dieses Bowl mir dafür nicht wegtauschen und ich habe nur ein Boss-Item bekommen. Beim Spinnen-Dungeon waren es 2, also guck mal, was ich dafür überhaupt bekommen kann. Die Antwort ist gar nichts. Ah, naja. Wir haben hier einige Rare-Items für Level 11 und Level 10. Man macht den Dungeon ja meistens mit Level 9 wahrscheinlich, also weil dafür Level 9 vorgeschrieben ist. Kann auch sein, dass man den ein bisschen niedriger macht, also die Items hier sind gar nicht mal so schlecht. Das ist das hier, ein Talisman. Dafür muss man den Dungeon 7-mal durchgemacht haben. Nur so nebenbei, ich habe bisher noch keinen Skeleton-Dungeon-Key-Zombie gesehen. Also,
Ich weiß auch nicht genau, wo die spawnen. Die spawnen hier in der Nähe. Ich weiß auch nicht genau, wo die spawnen oder wie die aussehen. Also ist das ein bisschen schwieriger. Die Powders gibt es hier für fünfmaliges Machen eines Dungeons. Also, jo, ich denke mal, das waren so alle Infos dazu. Was schießt der ganze Zeit auf mich? Hey, hey, hey. Ich will den Zauber. So, der Typ ist jetzt tot. Was ich aber noch gerne finden würde, ist einer dieser Zombies, die hier den Key haben, damit ich euch zeigen kann, wie der aussieht. Und ja, sonst wäre es das an dieser Stelle schon mal. Oh, wieder ein kürzerer Part, weil ich hier nur einen Dungeon zeige. Aber sonst, ja, dann war es das erstmal. Also hier kommt gleich nochmal ein kleiner Clip, wenn ich denn wirklich den Zombie finden sollte. Und ich weiß ja auch, wie schwer die zu finden sind. Da sehe ich Zombie Dungeon Livestream. Also, das ist ein bisschen schwieriger. Vor allem nicht, vor allem wenn man absolut keine Ahnung hat, wo man suchen soll. Da ist der ja. Leute, so sieht er aus. Ist Level 9. Und er legt dann quasi seine Rüstung ab. Ach so. Oh, okay. Erinnert euch. Nein, erinnert euch nicht, weil ich das nicht aufgenommen habe. Aber ich habe so ein Skeleton schon mal gesehen. Das war irgendwie vorne bei Ragni. Ich denke nicht, dass er ganz drüber gelaufen ist. Also spawnen da vorne auch solche Skeleton Key Monster. By the way, ich geh mal kurz und. Naja, ich habe den Key schon geholt. Ja, okay. Ich habe ihn schon geholt. Und anscheinend sind die dreistufig. Finde ich ganz cool. Und sie droppen dann den Schlüssel für den Dungeon. Okay, das ist alles, was man hier zu finden, wissen muss. Ach ja, noch so eine Sache nebenbei. Es gibt diese drei Fragezeichen-Quest, von der ich in meinen Update-Videos geredet habe. Damals war sie ja streng geheim, dann wurde sie ja jetzt zum Community-Event. Ich habe so gesehen, ja, es gibt schon so Lösungen. Also kann es gut sein, dass ich quasi ein Walkthrough mache, in dem ich mich an eine Lösung orientiere mit meinem Warrior, weil der ein Gavel ist. Und dann mal gucke, ob ich das Ganze hier dann auf YouTube stelle. Oder kommt drauf an, wie ihr es haben wollt, lasst es mir unten in den Kommentaren wissen. Ich nehme das hier gerade auf, bevor die Folge au ausgestrahlt wird oder na, veröffentlicht wurde. Also ja, ist das ja schon ein bisschen in der Vergangenheit. Aber trotzdem, lasst es mich wissen unten in den Kommentaren. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da und sonst seht oder hört ihr mich auch beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ich bin raus und tschüss.